Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel Holp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das Medaillon gesucht, was dieser komische Farmer Abernethy, glaube ich, verloren hat, was seine Tochter, glaube ich, vorher hatte. Und ich versuche, ob ich mal hier schnell reisen kann. Okay, gut. Weil, ja, ich habe im Menü gestartet, wie man gesehen hat, und das lag daran, weil ich habe geschlafen, um mir wieder hier diesen gut ausgeruht Bonus zu holen. Und als ich dann aufgestanden bin, kamen ein paar Supermutanten, haben meine Tankstelle angegriffen. Darunter war die ganze Zeit so ein Selbstmord-Supermutant, der sich die ganze Zeit in die Luft gejagt hat und mich mit sich gezogen hat, was ich nicht so schön fand. Also ja, zweimal bin ich gestorben dadurch. Deswegen gut, dass Wir ich mich haben jetzt keinen Grund, wegteleportieren Fremden zu konnte. trauen, deshalb Ich hoffe, sollten ihr wir seid weg, weitergehen. sobald ich hier ein bisschen Zeit wieder verstrichen habe. Hallo. Benzinkanister Hast du sind da das noch. Medaillon schon gefunden? Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Denn seine Stimme Conny kenne wird ich. sprachlos sein. Da kommt da Was ein immer Dings die vor. Minutemen brauchen, sie können sich auf Skyrim. uns verlassen. Wir haben hier eine ganz anständige Werkstatt. Und Conny wird nach allem, was du getan hast, sicher ihre Preise etwas Ah. reduzieren. Kurz Wort hat das gefallen. Okay. Ihr seid jetzt Blake Freunde hat mit mir mir, ne? gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, mache ich dir einen guten Preis. Lass es mich wissen, wenn dich hier was interessiert. Okay. Klingt gut. Das Gute ist, ich habe schon meine ganzen Sachen und so was alles hier weggelagert. Und mein Inventar ist halbwegs rein. Aber was mir aufgefallen ist, die ganzen Buff-Outs und so, die tun ja auch ein bisschen Gewicht ziehen. Deswegen tue ich mal ein paar davon verkaufen. Zum Beispiel 10 von denen. Okay, die habe ich jetzt ausgenommen. Weil, ja. 10 von denen tun ja auch schon wieder ein Gewicht hier irgendwie kosten. Deswegen. Und ich habe viele Sachen hier. Ich hoffe wirklich, die Supermutanten sind weg, Ich wenn ich hoffe, wieder nach du Hause weißt, wie komme. viel du für uns getan hast. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Na klar. Nein, will ich nicht. Okay, gut. Die gehören jetzt also hier zu uns, nehme ich an. Wir sind so kurz vom Level ab, ey, ich krieg die Krise. Ja, erkunden wir noch weiter ein bisschen die Gegend. Weil, warum denn nicht? Im Moment sehe ich aber nichts, was hier unerkundet ist. Ist ja merkwürdig. Gehen wir mal irgendwo in die Richtung. Ich könnte mir auch irgendwie Marker oder so setzen. Und so gucken. Da, warte mal, da. War da schon? Ich glaube nicht. Dann gehen wir da ein. Alles, was meine Aufmerksamkeit hier entzündet, wird erkundet. Da haben wir da zum Beispiel wieder was. Kann ich eigentlich auch. Hey, cool. Nix. Ich glaube, in dem Bus waren wir schon mal, ne? Ich glaube ja. Bist du irgendwie so ein Zeichen an jedem Ort hinterlassen, in dem ich schon war? Weil ein Teddybär hinterlassen muss, Cotsworth. Er wird schon wieder. Weil die Auftrag, wo ist dieser Zeichen da? Rap. Also warte mal, ich muss mal nachgucken. Wie viel HP haben wir jetzt? 207. Ja, nehme ich mal an. Ist ja maximal, nehme ich an. Und wir haben jetzt wegen der Strahlung ein bisschen was. Walden Pond. Komm schon an. War ja der Turm, wo wir schon mal waren? Hey,
Hey. Hey. So. 212, okay, wir gehen 5 KP. Okay, einfach mit Dingen zu tun, ne? Ausdauer. Warte mal, ich glaube auf Level 17 konnte ich irgendeinen Skill schon hochleveln. Ich weiß jetzt noch nicht welchen. Ich muss Level 18 erreichen, dann kann ich die meisten Sachen machen. Erstmal die Sachen, die ich hier hochleveln. Ja, das hat ja gar nicht machen, aber bringt mir nicht so viel im Moment. Dafür müsste ich andauernd Klamotten haben und so. Level 18 kann ich erstmal 3-4 Skills oder so auf einmal machen. Das ist dann schon ein bisschen besser. Wow, das sieht ein bisschen, weiß ich nicht, aus. Gefährlich. Oh, da, okay. Abflussrohr, ja, warum denn nicht? Vielleicht treffen wir ja die Ninja Turtles da drin. Oder die Hero Turtles, wie sie hier genannt werden. Verstehe nicht, warum man das geändert hat, weil das sind beides englische Worte. Also, hä? Er hat also alles eingepackt, bevor er da oben gekämpft hat. Er hat die Liste nochmal überprüft und so. Und deshalb nannten sie ihn Grund. Was hat er erfunden? Den Bier. War der tot? Ah, sehr gut. Der eine klang wie dieser Typ vom Radio. Eindrucksvolle Befestigungen. Das ist hoffentlich nicht schlecht für uns. Ich hoffe, du warst auch böse, ne? Ja, guck dich mal an, du sahst schon böse aus. Ja, ich kann ja leider nicht den Typen vom Radio irgendwie zeigen oder euch den hören lassen, weil Copyright. Aber der Typ vom Radio, wenn ihr das Radio mal anmacht in dem Spiel. Oh, hallo. Ich nenne es Dorfleischer. Also. Halte da auf bessere Preise, wenn du beim Händler kaufst. Ja. Also nicht der Typ vom Radiosender, der Moderator vom, ich glaube, wie heißt das? Wollte schon Galaxy News Radio sagen. Walter, hi, was seid ihr alle für Typen? Webslash, what? Willst du mich vom Weitem mit Dings erledigen? Ein Schrotgewehr. Boah. Boah, wie ist der Radio? Ich hab jetzt alles mitgenommen. Ich wollte mir so angucken, aber ging ja nicht. Na. Diamond City, hier Diamond City Radio. Wenn man sich das anhört, dann ist da so ein Moderator, der die ganzen Songs und so ankündigt und was weiß ich. Und die ganzen Nachrichten und so sagt. Was ich mir anhöre, wenn ich offscreen spiele. Und ja, der Typ, weiß ich nicht, der klingt wie so ein Lappen. Er klingt irgendwie so die ganze Zeit, als hätte er irgendwie von jemandem ein Schrotgewehr vor dem Gesicht. Es wird den dauerhaft irgendjemanden bedrohen oder so. Also, ja, der ist nicht. Klingt nicht so professionell, der Typ. Was natürlich wahrscheinlich irgendwie beabsichtigt ist, aber. Weiß ich nicht. Erkennungsmarken. Ich muss den mal suchen. Ich glaube, der ist in Diamond City. Wer ist halt Diamond City Radio? Der hat auch irgendwie gesagt, dass der froh ist, dass Nick wieder da ist. Also.
mit wieder da, nehme ich mal ein, nehme ich mal an, dass er meint zu Hause, also wie in Diamond City. Okay. Warte mal. Dann nehme ich mal an, der ist irgendwo in Diamond City drin, ne, der Typ. Und ich hoffe, ich treffe den mal irgendwann, wenn ich den schlagen kann. Ich würde da gerne mal Radio mal einschalten, aber Copyright ist da ja, ne? Ja, ist da okay. Wird mein Video hier schneller runtergeschmissen, als ich gucken kann. Okay, ist gar nichts, Mann. Ne. Oh, dann gehen wir zum Souvenirgeschäft. Die Typen hier waren ganz schön leicht zu erledigen, muss ich sagen. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Gebiet, wo man früher hätte hingehen können. Aber wir haben ein Magazin gefunden, da ist ja auch schon wieder was Geiles. Meine bessere Preise bei den Händlern? Ja. Ich muss nur mal wieder einen Händler finden, der irgendwie so geile Sachen verkauft. Im Moment weiß ich gar nicht, mit meinen Kronkorn anzufangen. Ich tue gar keine Munition oder so kaufen. Und was weiß ich. Sollte ich vielleicht auch erst machen, wenn ich den einen Skill hochgelevelt habe. Oh Gott. Das ist Holzhandel über alle Aussichten. Manche würden das sogar sauber nennen. Was soll das die ganze Zeit mit diesen random Explosionen, ne? Das erste, seitdem ich mit dir rumlaufe, kurz wollte. Hallo? Wo ist denn hier? Globus. Ein bisschen was? Alte Welt, was? Einfach so random Explosion kommen hier manchmal. Verstehe nicht. Wie schön. Was soll ich damit? Ja, ich brauche ein paar Spielzeugautos, weil ich brauche Schrauben. Gemerkt. What? Achso, in der habe ich geguckt, okay. Ich würde sagen, ich habe gerade nachgeguckt. Da war nichts drin. Abgeschlossen, sehr gut. Ich cool, wenn ich irgendwo reingehe und dann steht da abgeschlossen. Dann weiß ich, ich muss da nie wieder hin. Das heißt dann umgekehrt natürlich, überall wo noch keiner abgeschlossen ist, muss ich dann nochmal hin. Ja. Hallo und willkommen am Walden Pond. Ist alles? Okay. Krasse Tour. Ja, ganz ehrlich sagen. Außer rein. Was haben wir noch hier? Sonst haben wir wieder nichts, ne? Ja, mal da lang, weil da ist wieder wenig auf der Karte. Das da zum Beispiel. What's this? Don't be afraid of the bears. Oh, warte, hier sind Bären, hier sind Jaguars, nehme ich an. Da ist was. Da sind ganz viele Sachen, sehe ich gerade. Oh, schnell speichern. Ich habe zwar gerade ein automatisches Speicherding gehabt, aber... Ja, ich sehe da oben, ne? Komme ich auch nicht hin. Oder? Ich glaube nicht, dass ich so schräg laufen kann. Aber bestimmt irgendwie so eine Siedlung und so, ne? Hi, na? Noch jemand Friedliches hier? Ausnahmsweise. Durchladen! Hallo! Lust auf eine kleine Teile! Ah, jetzt bist du böse, oder was? Jetzt hat er immer schon da geflogen. Wieder alles hier fertig macht, ne? Alter! Was? Boah, ist der bescheuert, ne? Gewaltig Lasermuskete. 25% mehr Schaden, ja.
das Ding nicht nur so blöde wäre. Okay, das war einfach, den Typen zu erledigen. Sehr gut. Kommt der einfach da runtergesprungen, ey. Der hat sie ja immer alle. So, dann gehen wir mal da hoch. Also ich wahrscheinlich, weil Cotswold, bis du hier hinkommst, ne? Wohl. Ich gehe schon. Hi. Du kannst dich drehen, seit wann denn? Oh, wie viel Stimpacks ich hab. Was? Ah, lass mal hier pennen gehen. Ah, ist halt eine Werkstatt. Schade. Irgendwo eine Werkstatt wäre doch geil. Habe ich das Gebiet überhaupt erkundet? Nee, ne? Noch nicht. Hier ist was zum Kochen, hier ist Dingens. Und da scheint es noch weiter zu gehen, ne? Ich habe das Ding immer noch nicht gefunden, was? Hier, da! Was ist das denn? Das sieht jetzt aber nicht feindlich aus. Aber da waren ja Gegner in der Nähe. Oh, da ist eine Kirche. Hoffentlich ist hier irgendwo ein Weg nach unten. Und da war es hier. Verdammt, was zum... War noch nicht mal ein Ort auf der Karte, ne? Ach. Puh. So, ich habe jetzt keinen Bock, den ganzen Weg da zurückzulaufen. Kann ich hier irgendwo runterspringen? Anscheinend nicht. Ich würde sagen, dann gehen wir erstmal zur Kirche und dann gucken wir uns mal dieses, ich glaube, bevölkerte Örtchen an, weil da waren Lichter und so. Hey. Sir? Hier, mein Hab und Gut. Du Lügner. Wo ist mein Wasser? Okay. Sie haben geschickte Hände, Sir. Danke. Ich sollte das wissen. Du hast auch geschickte... was auch immer. Ah, runter hier. Okay, gucken wir mal, was da ist. Oh, da ist auch wieder irgendwas. Ein größeres Gebiet sein mit großen Orten. Sunshine Tidings Cooperative. Freundlich? Nicht freundlich. So freundlich? Nein. Dann sind ja auch keine freundlichen Leute, nehme ich an. Gut. Besser Gott viel Zeit. Hi. Peace. Abgefahren.
Und Bart. Oh, Mann. Peace. Okay. Was ist denn seine Geschichte? Okay, warum auch nicht? Beast, ein Treffer. Oh, verdammt. Entschuldigung. Ja, zu zwei. Ah, Seams. Brauche ich ein paar Dinger wieder. Da sind ja Klammern. Falsche Anträge, ich brauche neue Versuche. So. Was habe ich genommen gerade? Seams. Das wär's. Ja. Im allen ein Sklave, der später von unserem Freiheitsraumkorb hat dafür ausgeholt. Ein Mr. Handy aus dem Versorten. Die Blechbüchse ist ausgeflogen und haben versucht, zu einem Sklavensittern zurückzukehren. Dann schon hier an diesem Mr. Handy vorgekommen und seinen Produktionsprogramm auf Einfachseiten gestellt. Okay, diese Blechbüchse sind ganz schön unheimlich, wenn sie mal durchdrehen. Protokolle wählen. Wachprotokolle. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt angegriffen, ne? Meine Werkstatt. Ich muss die Gegner in der Nähe ausschalten, okay, aber nicht er, ne? Was haben wir denn so? Ich nehme an, ich muss ja Red Kakerlaken, also was erledigen, ne? Einer. Na gut, dann gehen wir jedes einzelne Haus immer kurz durch. Da war ich glaube schon, ne? In dieser Folge danach, nee, ne? Wo ich die Kirche noch ganz kurz erkunden möchte. Nee. Boah. Hallo. Oh Gott. Oh Gott. Hat jetzt geregelt hier. Da ist schon wieder so ein Jerky Vendor Dingen. Bingo, oder? Tötete Tiere bringen dir dauerhaft zusätzliches Fleisch ein. Cool. Aber die Sachen, die du hier findest, sind gar nicht schlecht. Kampfrüstung. Ich mal gucken auf Screen. So, haben wir es jetzt hier alles getötet. So,
so das Gefühl, selbst wenn ich die loote, können die irgendwie aufstehen. Deswegen so paranoid. Was ist das denn? Shanka. Keine Ahnung, was das ist. Ich nehme mal mit. So, und hier ist ein Baum. Das Gute ist, wenn ich hier die ganzen Sachen wieder entferne, kann ich Holz und all sowas bekommen. Ja. Geschafft. Ja, zusätzlich aufs Fleisch. Ich habe schon direkt zwei bekommen. Hergestellter Tisch für die Landung, warum nicht? Weg, ist weg. Okay, cool. Lohnt sich halbwegs sogar hier alles zu erkunden. Also, was zum Teufel ist los? Ich hab die schon ausgehabt. Muss schon sagen, man, der hat die ganze Zeit so gezittert. Was zum? Was ist denn da? Ja, die ganze Zeit so gemacht, wo eine Waffe draußen war. Sollte das bitte schön. Ey, war die ganze Zeit was offen. Da haben wir jetzt alle Gegner geplättet. Hier ein Klohäuschen. Ja, jetzt müssen wir alles hier erledigt haben, oder? Sehr gut, okay. Dann haben wir wieder hier was erkundet. Cool. Guck mal, wie viel wir ja erkundet haben in letzter Zeit, ne? Würde ich sagen. Ich beende Part hier. In der nächsten Folge tun wir immer noch erkunden, ja. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Und ja. Mal gucken, wann wir das doch irgendwann weitermachen. Aber bis jetzt habe ich noch viel Spaß hier. Ich beende dann hier einen Part und sage tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.